Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten beim letzten Mal mit den Listen angefangen, mit der geordneten Liste, mit der sogenannten ungeordneten Liste. Ist ja gar nicht ungeordnet, aber es gibt halt keine Reihenfolge da drin. Und diesmal zeige ich euch die Definitionsliste. Die besteht aus drei Tags, die da reingehören, nämlich einmal DL für Definition List. Das ist sozusagen das große Tag, was die Definitionsliste umschließt. Und dann gibt es einmal DT für ja, das zu definierende für den Titel und einmal DD für Definition und oder das zu definierende. Ja, so. Und das Ganze sieht dann auf dem Bildschirm, wenn man das dann später auf dem Bildschirm hat, sieht dann so aus. Also hier, das ist das der Titel oder das, was man definieren möchte. Und das hier ist eben dann die Definition. Die habe ich, um euch das jetzt oder zu ersparen, das abzutippen, einfach auch aus Wikipedia mir herauskopiert. So, und genau dasselbe eben auch für die Katze. Ne? So, und das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel ein Glossar zu erstellen. Das Ganze sieht dann in HTML so aus. Hier beginnt meine Definitionsliste, dann kommt DT für den Titel, für den, das, was man definieren möchte, Hund. Dann kommt DD und da gibt es jetzt eben diese ganz lange Definition dazu. Und hier hinten endet das und jetzt kommt das zweite, was ich definiere, nämlich Katze. Und das wird dann auch definiert mit DD. So, achtet bitte darauf, das seht ihr hier, die Zeilensprünge, die ich hier drin habe, werden nicht übernommen. So, das heißt, ich müsste hier einen Zeilensprung, Zeilensprung noch zusätzlich einführen, erzwingen. Das geht aber problemlos. So, und wenn ich das jetzt abspeichere und mir nochmal neu anzeigen lasse, dann seht ihr, hat er mir einen Zeilensprung gemacht. Um das besser zu sehen, fügen wir jetzt vielleicht noch ein Text-Align ein. So, Style ist gleich Text-Align. Ein Doppelpunkt und dann mache ich mal Justify, also einen Blocksatz. So. Und dann sieht man den Zeilensprung besser. So, hier bei der Katze habe ich das gemacht. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, um sich solche Glossare herzustellen, die ich, wenn man eine technische Seite hat oder wenn man eine Seite hat, in der man wissenschaftlich auch etwas aufbereiten will, eine ganz nützliche und schöne Sache ist. Gut, das war's für dieses Mal. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man die Listen formatiert, zeige euch einige Tipps und Tricks, wie man damit umgehen kann, wie man sich bestimmte Sachen einfacher machen kann und so eine schöne Übersichtlichkeit herstellt. Denn zurzeit, also hier mit diesen Texten, so, das sieht alles noch recht homogen aus und da kann man sich optisch wenig dran orientieren und das werden wir beim nächsten Mal ein bisschen abändern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mal bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.